Hallo Menschen, heute möchte ich Die steinernen Götter von Janet Winterson rezensieren. Meiner Meinung nach ist das ein Science-Fiction-Roman mit dystopischen Elementen, aber es ist eben wissenschaftlicher als die meisten Dystopien, aber es ist wiederum nicht wissenschaftlich genug so, um diese wirklichen Hard-Science-Fiction-Fans zufriedenzustellen, sondern schwebt so ein bisschen dazwischen. Ich möchte in diesem Video nicht so viel zur eigentlichen Handlung erzählen, weil ich vorher auch nicht besonders viel wusste, aber halt so ein bisschen drumherum, das Setting und einige Themen, und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz guter Einstieg in dieses Buch ist, wenn man nicht so viel weiß, was wirklich passiert. Der erste Teil des Romanes spielt in einer verrückten, aber auch jetzt nicht ganz unnachvollziehbaren Welt. Und zwar ist das Hauptunterscheidungsmerkmal zu uns, dass sich Menschen auf ein bestimmtes Alter Gen fixieren lassen können. Das heißt, alle sind einfach immer jung und schön. Und dieses Alter wird immer jünger. Zum Beispiel folgen wir am Anfang einem Fall, da möchte sich eine Frau zurück auf 12 Jahre Gen fixieren lassen, weil ihr Mann halt ja, ein Pädophiler ist. Also, und da entstehen halt solche Überlegungen, ist das eigentlich in Ordnung, weil sie ist ja eine erwachsene Frau und sie möchte nur den Körper einer 12-Jährigen und vielleicht könnte das ja sogar verhindern, dass dann tatsächliche 12-Jährige Schaden nehmen und trotzdem ist das irgendwie sehr, sehr seltsam und es hat auch zur Folge, wenn alle jung und schön sind, dann haben Promis zum Beispiel angefangen, ihre Sexualorgane ins Groteske zu verändern, also es sind dann wirklich einfach überdimensionale Brüste und lustig, seltsam geformte Penisse und dergleichen. Also es ist eine verrückte Welt. Und was ich daran so toll fand, ist, dass Janet Winterson, es ist ja sowieso kein dickes Buch und es ist nur der erste Teil und in ganz wenigen Seiten hat sie schon so eine lebendige Welt geschaffen. Und teilweise auch so in Nebensätzen, da kommt eine Kleinigkeit, die da erwähnt wird, die irgendetwas erklärt oder uns Zusatzinfos gibt oder irgendetwas wirklich, wirklich plastisch macht. Und das hat sie ganz, ganz toll gemacht, meiner Meinung nach. Diese Welt verlassen wir dann allerdings mehr oder weniger, da wir uns auf die Suche nach einem neuen Planeten machen. Dem blauen Planeten in dem Fall zusammen mit einem Robo Sapiens, also einem intelligenten Roboter. In dem Fall ist es auch eine Roboterfrau, also zumindest hat sie einen weiblichen Körper und man weiß vielleicht nicht ganz so genau, ob auch so eine Art weibliches Bewusstsein oder ob sie da eher androgyn ist. Auf jeden Fall ist es eine Roboterfrau an sich. Bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich irgendwie in Videos und auch hinten drauf klingt das so, nur von diesem Science-Fiction-Aspekt gehört. Tatsache ist aber, dass der zweite Teil des Romans zum Beispiel, also in unserer Welt auf den Osterinseln im 18. Jahrhundert spielt. Das hat mich erstmal ehrlich gesagt so irgendwie komplett aus der Erzählung rausgehauen. Und Teil 3 und 4 ist ein bisschen unklar, aber ich würde sagen, sie spielen auch in unserer Welt nach einem dritten Weltkrieg. Wie gesagt, anfangs war ich so ja, ein bisschen verwirrt oder ich hätte gern diesen Science-Fiction-Aspekt weitergelesen. Ich muss aber im Nachhinein sagen, dass es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und es hat mich stark an Cloud Atlas oder halt der Wolkenatlas erinnert. Ist nicht ganz so vielschichtig, aber es geht auch um dieses Verbundensein mit allen und unsere Taten haben Folgen und auch um die Wiederholung von Geschichte, dass alles immer wieder kommt und dass wir uns nicht so isoliert von allem sehen sollten, sondern irgendwie zu allem dazugehören. Gefielen mir eigentlich auch sehr gut diese Überlegungen. Grundsätzlich würde ich sagen, die Themen, die sie anspricht, sind eigentlich bekannt. Also es geht viel um Umweltverschmutzung, um Schönheitswahn, um intelligente Roboter und daraus folgen auch das Bewusstsein und was den Menschen ausmacht. Es geht um politische Unterdrückung und auch so die Intervention in andere Kulturkreise. Ich würde sagen, das hat man vielleicht alles irgendwie schon mal gehört, aber als ich da mal vor meinem Regal stand, ist mir eigentlich bewusst geworden, ich habe noch gar nicht so viel in die Richtung gelesen und ich fand es trotzdem interessant. Ich habe gern nochmal davon gelesen, ich war jetzt nicht gelangweilt und meiner Meinung nach braucht die Menschheit diese Erinnerung anscheinend immer noch, denn wir haben es noch nicht geschafft, uns irgendwie da wirklich viel zu bessern und die Kurve zu kriegen. Insofern kann man, glaube ich, nicht oft genug davon lesen. Falls ihr jetzt irgendwie sagt, mein Gott, ich habe jetzt schon 100 Science-Fiction-Romane gelesen, in denen das vorkommt, dann bietet sie, glaube ich, nicht so viel Neues, aber man kann meiner Meinung nach schon nochmal davon lesen. Ich habe es auf jeden Fall genossen. Der Erzählton kam mir zunächst sehr lapidar vor. Wir haben halt eine Ich-Perspektive und es klang wirklich am Anfang so ein bisschen so, ja, ich erzähle jetzt meine Geschichte hier aus meinem Leben. Was ich erst so nicht mochte, aber es verändert sich. Es gibt später wirklich sehr, sehr schöne Formulierungen. Es ist ein Moment, da erzählen eigentlich Leute in einem Raumschiff wie so alte Seeräubermythen von der Entdeckung neuer Planeten. Und das war ein toller Abschnitt. Es wirkte fast auch so trotzdem ein bisschen mythologisch, obwohl wir uns ja eigentlich in einem wissenschaftlichen Feld bewegen und gefiel mir ganz, ganz toll. Und eins möchte ich euch kurz vorlesen, es ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, es ist meiner Meinung nach der Liebesbeweis unseres Robo Sapiens, also der Roboterfrau für eine andere, eine menschliche Dame. Und da sagt sie,
Eines Tages, in vielen 10 Millionen Jahren, wird mich jemand finden, verrostet im Schlamm einer unbekannten Welt. Und wenn sie mich zwischen den Fingern zerreiben, wirst du es sein, die sie finden. Und oh, also da dachte ich irgendwie so, ach, das ist echt schön. Also so ein Liebesbeweis würde ich auch gerne von einem Roboter bekommen. War richtig, richtig schön formuliert. Daran hört ihr auch schon, dass wir hier mehrere LGBTQ-Beziehungen haben, wofür Janet Winterson auch bekannt ist. Was ich so schön finde, ist, dass Liebe hier schon eine wichtige Rolle spielt. Es wird auch immer so gesagt, Liebe ist eine Intervention im Quantenuniversum. Aber dass es jetzt keine so LGBTQ-Coming-out-Geschichte ist, sondern dass es eigentlich um was anderes geht und diese Beziehung ist einfach so da. Also das ist, und es wird keine große Sache drum gemacht, sondern wir haben ein anderes Thema, es ist ein Science-Fiction-Roman, aber das ist halt auch mit dabei. Genauso gibt es so ein paar Überlegungen über Gender, denn unser Protagonist, schrägstrich unsere Protagonistin, heißt immer Billy, egal welches Geschlecht sie oder er eben annimmt. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, dass man das nicht unbedingt vorher weiß und vielleicht auch in die Falle tappt und erst denkt, ah, das ist Billy, ist jetzt ein Mann, aber dann ist es doch nicht so und ja, regt das so ein bisschen zum Nachdenken an, war ganz nett. Was mir noch auffiel, ist, dass ich über dieses Buch auf BookTube fast nur positive Meinungen gehört habe und auch online so allgemein. Dass es aber in den traditionellen Medien irgendwie stark kritisiert wird. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Janet Winterson halt eher so für Literary Fiction und nicht für Science Fiction bekannt ist und dass die Leute dann damit halt vielleicht nicht so gerechnet haben und das halt einfach nicht so mochten. Aber nachdem ich es fertig gelesen habe, habe ich mir halt online ein paar Rezensionen in Zeitungen durchgelesen und stand dann wirklich erstmal so da so, oh, habe ich hier irgendwas übersehen? Ist das etwa doch kein gutes Buch? Aber also ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen. Auch die Kritik, die sie da so anbringen, da dachte ich mir halt so, ja, okay, die haben manchmal gesagt, das ist ein bisschen unausgegoren und ich glaube, viele haben halt auch immer so dieses, oder ja, Augenmerk auf diesen Science-Fiction-Aspekt gelegt, dass das halt, also sich einerseits so in die Science-Fiction-Geschichte einreiht, ohne das wirklich anzuerkennen oder so, aber ja, also ich mochte es, ich kann es auch nur empfehlen. Ich fand auch die dahinter stehenden Themen durchaus immer noch nachdenkenswert, selbst wenn man das schon mal gehört hat. Und worauf ich auch noch mal kurz eingehen will, ich habe ja schon gesagt, ich finde, das Buch ist jetzt nicht so kompliziert. Es ist definitiv nicht so verschachtelt und vielschichtig wie zum Beispiel der Wolkenatlas. Aber es gibt trotzdem eine Sache, da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich das jetzt nun richtig verstanden habe oder nicht. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass Teil 3 und 4 in unserer Welt nach einem dritten Weltkrieg spielen. Und anfangs dachte ich aber, dass sie vielleicht, dass Teil 3 und 4 vor Teil 1 spielen. Und jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob das doch ein anderer Planet war. Denn ich weiß, in dem ersten Teil sagen sie immer, ihr Planet heißt Orbus, aber ich dachte, vielleicht ist das einfach nur eine Wortverschiebung, denn die verhalten sich eigentlich so wie wir, aber inzwischen bin ich eigentlich der Meinung, das ist ein anderer Planet und ich bin mir nicht ganz sicher, ob den Planet, den sie dann aufsuchen, der blaue Planet, ob das tatsächlich wir sind. Also wenn ihr es nicht gelesen habt, würde ich das jetzt auch nicht sagen. Ich fand es auf jeden Fall gerade den Aspekt eigentlich ganz, ganz toll, dass man das tatsächlich auch so verschieden verstehen konnte und unter anderem deswegen möchte ich es, glaube ich, irgendwann gerne nochmal lesen. Es ist auch ein Buch, was mir, glaube ich, so von den Formulierungen dann in späteren Kapiteln nochmal gefallen könnte und von den Themen her, wie gesagt, auch kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Von mir gibt es eine Empfehlung für Leute, die mit Science Fiction, die auch nicht zu wissenschaftlich wird, sondern sich wirklich mehr auf den Menschen konzentriert und am Ende ja auch eher so eine dystopische Welt ist und jetzt gar nicht so sehr Weltraum-Science Fiction, für die könnte ich es empfehlen. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.